Herzlich willkommen zu einem Shop-Video. Wenn euch Videos hier auf dem Kanal gefallen und in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt euch gerne das Video. Und schaut auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Würde mich auf jeden Fall auch extrem freuen. Und ich würde sagen, wir schauen uns direkt den Item-Shop an. Und dort haben wir heute einen neuen Skill für den Batchy-Skin. Und das ist ja tatsächlich schon ein Skin, der seit Season 9 drin ist, allerdings seitdem relativ selten, glaube ich, tatsächlich nur im Shop war. Und dazu haben wir jetzt eben halt noch den Spionagestil und das sieht ja so ein bisschen fast aus wie die ganzen Besucherstile mit diesem rot-schwarzen Gesicht. Ist auf jeden Fall ganz interessant, vielleicht ist ja auch eine weitere Besucherin, glaube ich allerdings eher nicht. Vielleicht könnte es ja aber trotzdem sein, würde auf jeden Fall dazu passen, dass jetzt nah zum Live-Event erscheint, allerdings weiß man das wie gesagt eben halt nicht ganz genau. Als nächstes haben wir dann hier auf jeden Fall den Ruby-Skin, dann die Streifenschlitzer-Spitzhacke, dazu gibt es dann noch den Himmelsstreifen-Gleiter. Als nächstes haben wir dann hier noch den Kuckuck-Skin, dort haben wir einmal drei verschiedene Varianten, einmal die Unheimlich-Variante, dann die Unheimlich-Her-Variante und dann noch den düsterer Blickstil. Dann gibt es natürlich noch eine männliche Version, und zwar den Nachti-Nacht-Skin. Dort eben halt genau die gleichen Varianten, unheimlich, unheimlich her und den Nachtschrecken-Stil. Dann haben wir als nächstes noch dazu die Quietscher-Spitzhacke. Und da war es auch schon soweit mit dem Set. Dann haben wir noch den Facetten-Skin. Dann den Gage-Skin. Als nächstes haben wir dann noch den Tagtraum-Emote. Dann haben wir noch den Scorpion-Skin, dann den rasender Ansturm-Emote, dann noch den Ruf zur Schlacht-Emote. Und das war es dann auch schon mit dem Boarding-Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.